Das ist so dämmstens. Aber die haben es nicht gehabt. Die haben auf komische Namen gehabt. Ja, ich weiß, ja. Aber, du bist ein bisschen zu früh von der Schule gegangen, weil ein paar Jahre später ist ja die Affäre gesehen, wo ein Typ mit einer Lehrerin etwas hat. Genau, ey, nein, das ist geil. Im Aargau, oder? Im Aargau, ja. Eine 30-jährige Lehrerin hat eine Affäre gehabt mit einem Studenten, von ihr, wo sie bezahlt war. Aber ich finde es eigentlich mega gemein, weil wenn du dann die Nachrichten gesehen hast, obwohl mich argumentieren, sie hätten ausgenutzt, aber mit 17 weißt du, was du machst ungefähr. Also mit 17 bist du auf der fucking Hormonballe. Da bin ich mit 17. Ganz ehrlich, mit 17 hast du noch nie, also die Hirni funktioniert so halb, aber hauptsächlich hast du einfach konstante Erektion und du weißt nicht warum. Es ist doch so. Und darum, wenn dann die Lehrerin kommt. Du hockst einfach in der Schule und merkst plötzlich so, what the fuck? Oh, Scheiße, weißt du? Wieso habe ich jetzt erlaubt? So, können Sie schnell an die Wand einfach etwas schreiben? Nein. Jemand probiert. Weißt du, heutiges Thema Gaza-Konflikt. Das macht. Wieso? Was? Wieso? Israelis macht mich auf. Ich bin Jude, geil. Und weißt du, was noch schlimmer ist? Was? Im Zug. Oh ja! Wenn einfach aus irgendeinem Grund vibriert es kurz, macht es so. Und dann macht es so. Weißt du, was du nicht hast? Nach dem Turnen findest du einmal, nein, ich lege meine Hose nicht an und gehst mit der Trainerhose. Dann sitzt und die plötzlich hockt eine vor dir und du denkst dir nichts dabei. Nicht groß, schaust einfach aus dem Fenster und dann denkst du, oh mein Gott, nein! Dann ist immer so die Hand in, als willst du das Handy haben. Also. Ich hasse es eigentlich schon, wie das Handy für den Kopf, wie es vibriert hat und ich stehe. Es macht zig Handy weg und einfach tuck und so. Ich habe vor 3-4 Tagen, wenn ich mit dem Fabio gespielt, gelandet. Gell? Ja. Und dann schon komm, mit einem Fußballshirt. AC Milan, bla. Und so Trainerhose, blau. Und wir haben vorher von Farbe gekauft auf der Bühne und wenn es reflektiert und all das Zeugs, oder? Und dann habe ich gesagt, Alter, du darfst nicht einmal ansatzweise auch nur ein bisschen Blut reinkriegen, weil sonst sehen es alle bis hinterher, gell? Und sie hat nur verwirrt, ich kann eigentlich nicht verwirren, sondern eigentlich nur einen Joke machen, weil ich habe dann erzählt, dass wir mal mit dem Kiko auftreten sind, weißt du? Und der Kiko hat auch Tränenhosen an, gell? Und einfach der ganze Saal hat einfach seinen Schwanz gesehen. Wo ich einfach so gemütlich dazwischen so parkiert gesehen. Und irgendwann merkt das und macht dabei so die Hand in die Hose. Ja, genau, mega geil. Klassiker. So auf der Bühne, so die Hand in die Hose, Sack. Ja. Und dann erzähle ich das alles dem Fabio. Und dann kommt er auf die Bühne und zuerst dann macht er die Hand in die Hose. Auf zur Sicherheit. Aus dem Publikum rausschreien, hey, nimm die Hand aus der Tasche. Warte, zeig mal! Oh, nein.